Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Amazonas Trip to God am effektivsten nutzt und damit mystische Erfahrungen erlebst. Willkommen im Nutzungsvideo zu dieser ganz besonderen Frequenz. Ich werde dieses Nutzungsvideo kürzer halten als das letzte Nutzungsvideo von der Morning Night Meditation. Was ist bei dieser Frequenz so besonders und wie nutzt du sie am besten? Die Kernessenz von dieser Frequenz, und da ist es wichtig, dass du das Vorvideo gesehen hast, also das normale Einführungsvideo, was ich in meinem Kanal habe zu dieser Frequenz. Das ist so, das solltest du auf jeden Fall mal sehen, bevor du hier das Nutzungsvideo natürlich ansiehst. Weil da erkläre ich sehr viele Dinge, die hier wichtig sind jetzt, ja. Also das Ziel von dieser Frequenz ist, dass du mystische Erfahrungen machst, dass du körpereigenes DMT ausschüttest, dass du Fraktale siehst, dass du luzide Zustände erlebst, außerkörperliche Erfahrungen. Also man weiß nie, was passiert mit dem körpereigenen DMT. Das Krasse ist, das Coole und Schöne am körpereigenen DMT ist, es ist nicht möglich, irgendwelche Bad Trips zu erleben. Und du wirst immer genau das erleben, was für dich, für deine Seele genau geeignet ist. Und du wirst, oder was für dich jetzt ansteht. Und gleichzeitig wirst du, ja, ich will da gar nicht so viel erzählen, lass dich einfach überraschen, ich will da dich auf gar nichts primen, ja. Aber es kann halt passieren, dass du das Universum siehst, die Sterne siehst, dass du da fliegst. So. Und das Coole am körpereigenen DMT ist, du kannst mitten in der Nacht, wenn du diesen Trip hast, und du fliegst da durchs Universum, sagen, hey, stopp, ich will jetzt auf die Toilette gehen. Zack, stehst du auf, bist ganz normal im Wachzustand, gehst auf die Toilette, legst dich wieder hin, machst die Augen zu und es geht weiter. Und das ist schon ziemlich was Cooles. Du wirst immer genau das erleben, was für dich, für deine Seele jetzt im Moment passt und was, wofür du auch bereit bist. Also wenn du jetzt spirituell schon sehr weit entwickelt bist oder viel meditierst oder was auch immer, dann wirst du natürlich was viel Krasseres erleben als jemand, der voll viel Fleisch ist, als jemand, der komplett, nennen wir es mal, unbewusst ist und zum ersten Mal sowas hört. Ja. Der wird dann vermutlich nur die ganze Zeit nachdenken, ja. Das heißt, dein DMT-Spiegel basiert immer auf deiner bewussten spirituellen Entwicklung und auch das, wofür du bereit bist. Wenn du jetzt eine Seele bist, die schon die bereit ist, krasse Sachen, Erfahrungen zu erleben, dann wirst du natürlich mit genug DMT das auch erleben. Wenn du aber Angst hast oder vor was auch immer, dann wirst du dementsprechend das erleben, wofür du bereit bist, was du tragen kannst. Man sagt immer so schön, du kriegst das auf den Rucksack, den du auch tragen kannst mit im Leben und wie auch mit Erfahrungen. DMT, körpereigenen DMT-Erfahrungen. In jedem Fall gibt es eine Methode, wie du die Frequenz richtig stark nutzen kannst. Und zwar, es gibt ein eigenes Video, wo ich über die Schlafunterbrechung rede. Und wo ich werde es jetzt zwar ganz kurz erklären, aber sieh dir auf jeden Fall das Schlafunterbrechungsvideo an. Das habe ich im Shop, wenn du auf dein Produkt ganz runter scrollst oder in die Videos weitergehst, bei dem Produkt drin oder in der Nutzung auf jeden Fall auch drin. Und dort ist es so, dass ich dort ganz genau erkläre, wie du die Schlafunterbrechung nutzt und wie du sie meisterst am besten, damit du den maximalen Effekt hast. Also es ist einfach zu viel zum Erklären jetzt. Ja. Ich werde es dir nur ganz grob erklären. Also also bei dieser Frequenz solltest du auch die Frequenz hören beim Einschlafen. Das heißt, du tust die Kopfhörer drauf, schläfst ganz normal ein und schläfst damit einfach ein. Stellst dir einen Wecker nach 4,5 Stunden, wachst dann auf, meditierst ohne Frequenzen ungefähr so 10, 20, 30 Minuten und versuchst dort auch wach zu bleiben. Ja? Und wenn du dann wach geblieben bist, so sagen wir mal zwischen 10 bis 45 Minuten, je nach, das Ziel ist, dass du in dieser Phase einen Serotoninspiegel aufbaust, dass du die Bewusstheit gibst. Ja?
Du kannst auch, du musst nicht zwingend meditieren, du kannst auch was lesen, aber kein Roman oder so, sondern irgendwas, was dich ein etwas bewusstseinserweiterndes. Oder du kannst auch spazieren gehen oder was auch immer tun. Und dann legst du dich hin und hörst nochmal die Frequenz. Und versuchst einfach damit normal einzuschlafen. Ja. Du kannst auch meditieren und dabei auch die Frequenz hören. Also du kannst selber Experimente machen und für dich herausfinden, was passt für dich, was, wo sagt dein Unterbewusstsein, ey, das ist für mich gerade stimmig. Wende einfach diese Methode an, ich mache das auch so, ich probiere einfach, ich gehe in mein Gefühl und sage, hey, jetzt habe ich keinen Bock, das so zu machen, sondern ich mache mir das mal anders. Und so finde ich einfach eine neue Methode raus, die einfach effektiver wirkt und darum mache ich auch immer diese Nutzungsvideos. In jedem Fall ist es so, dass du diese Frequenzen mit der Schlafunterbrechung nutzt und damit einschläfst und erstell dir auf jeden Fall in deinem Player, wo du es hörst, einen Loop, also so, wo du 2 bis 3 oder 4 Mal die Frequenz hintereinander hast und sie fängt dann von vorn wieder an. Oder drück auf diese Loop-Taste und du kannst selber je nach Belieben entscheiden, ob du halt die eine Version hast, wo du mit Musik, mit MDR-Musik oder wo du nur das Ambiente hast, wo du nur das Ambiente, 360 Grad Ambiente vom Amazonas hast. Also je nach deinem Geschmack oder du kannst auch abwechseln oder du kannst sagen, eine Stunde das, dann die andere Stunde das, dann die eine Stunde das und wie es dir am besten passt. Beide haben ähnliche Technologien, also die Ambiente-Version wie die andere. Und wirken ein bisschen unterschiedlich. Also, darum ist es vielleicht nicht so schlecht, abzuwechseln. Ja. Und ja, aber lass dich einfach überraschen, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das ist das, also die Epsilon-Frequenz nutzt man einfach Kopfhörer drauf und damit einfach einschlafen. Oder halt in der Schlafunterbrechung, um einfach viel intensiver Melatonin, also Serotonin zu erzeugen, damit du, wenn du danach einschläfst, dann bewusster bist und das, was dann passiert in der Nacht, dass es dir mehr Bewusstheit gibt und du einfach einen viel krasseren Trip erlebst, ja, weil du natürlich dann viel wacher bist dabei oder nennen wir es mal luzid dabei bist, was da passiert. Du kannst die Frequenz ansonsten untertags hören, so oft du magst. Ich sage immer so maximal 3 Mal und einfach zu jeder Zeit, wie es dir belieben ist. Ich würde sie nicht zwingend koppeln mit anderen Frequenzen. Ich würde wirklich nur diese Frequenz nehmen und hören, wenn du möchtest, wenn du sie länger hören möchtest als 16 Minuten, dann einfach in einen Loop. Auf jeden Fall, ja, nutze sie so, du kannst sie nutzen so oft du willst. Also idealerweise halt maximal 3 Mal am Tag, weil sonst ist zu viel in der Gehirn und die mach auch Frequenzpausen. Ja. Das ist auch wichtig, wenn du sagst, du hast jetzt ein paar Mal hintereinander gehört, dann mach mal 1, 2 Tage Pause. Und dann fangen wir wieder an und dann wirst du sehen, wie es dann noch intensiver wirkt, weil dein Gehirn sich wieder rekalibriert hat und dann wirkt es danach noch stärker. Die Kunst ist es, dass du trainierst, diese Epsilon-Frequenzen wahrzunehmen. Ja? Also nicht wahrzunehmen, sondern dein Gehirn ist es nicht gewohnt in dieser tiefste Ebene, weil unter 4 Hertz bist du eigentlich schon im Tiefschlaf und bei 0,5 sowieso und zwischen 0,5 und 0, das ist so das, wo man sagt, das sind die krassesten mystischen Erfahrungen drin. Und wenn du dein Gehirn nicht trainiert hast, vor allem von oben nach unten, das Gate-Programm macht ja nichts anderes wie, es trainiert dich von Beta, Alpha, Theta, Delta in die Epsilon-Zone hinein und dann kommen halt diese Frequenzen oder diese und die zieht dich dann von 0,5 Hertz bis ganz runter. Und wenn dein Gehirn darauf trainiert ist, diese Brücke von oben nach unten zu erzeugen, und dann halt von 0,5 bis 0 hinunterzugehen und dabei wach zu bleiben, dann ist es richtig krass. Und du wirst dann, ja, ich will gar nicht so viel darüber erzählen lassen. Hör einfach dir die Demo an oder hör dir einfach diese Frequenz an. Dann wirst du selber sehen, was passiert. Und ich weiß, dass bei jedem irgendwas anderes passieren wird. Bei jedem wird das passieren, was für jeden aktuell gerade das Richtige ist. Ja, ja, das ist so die Essenz gewesen von der Nutzung. Und ja, ich empfehle auf jeden Fall immer Schlafmaske dabei zu tragen, denn damit produzierst du mehr Melatonin, wenn du nichts siehst. Und mehr Melatonin führt dich auch schneller in diese Zone rein. Das ist auch wichtig. Du wirst vielleicht merken, binnen der ersten paar Minuten, dass dein Körper anfängt zu jucken, zu kratzen, dass du dich bewegen musst und so.
Wichtig ist, dass du dich ja nicht bewegst und dass du dich ja nicht kratzt. Dass du einfach damit sagst, okay, oder du tust so, als ob du dich kratzen würdest, weil das der Körper, weil diese tiefen Frequenzen simulieren ja den Tiefschlaf. Das heißt, dein Körper wird denken, du bist schon im Tiefschlaf. So krass wiegt die Technologie, die ich hier eingebaut habe. Und dann macht dein Körper einen Test und der Test ist, versucht, dass du dich kratzt oder irgendwo bei der Nase oder was auch immer. Oder dass du dich bewegst oder juckst oder hinlegst oder umdrehst. Und wenn du das tust, dann sagt der Körper, okay, er ist noch bewusst, ich schütte dann das DMT nicht aus oder das mehr Melatonin schütte ich nicht aus, weil du bist ja noch wach. Und wenn du aber das umgehst, indem du das einfach ignorierst, dieses Jucken, dieses ich muss mich bewegen Modus, dann wird dein Körper glauben, okay, der ist schon unbewusst, der ist schon sein Bewusstsein verloren und dann fängt er an, dieses DMT auszuschütten und dann wirst du merken, wie Lichtblitze kommen können am Anfang, wie dein Körper anfängt, kalt zu werden. Also es ist immer wichtig, dass du dich dazu deckst dabei, dass dein Körper in den Schlaf geht und du wirst, das kann schon binnen ein paar Minuten sein oder binnen Sekunden, dass deine Hand und dann, dass du nichts mehr fühlst, dass du nicht mehr weißt, wo ist deine Hand, wo ist dein Körper, Was passiert jetzt? Ja, das sind so ganz krasse Zustände, weil die Frequenz zieht dich halt sofort in diese Ebene hinein. Und wenn du dann natürlich dich nicht bewegst, dich nicht kratzt und so, dann fängt dann der Körper an, halt das körpereigene DMT auszuschütten. Und dann fängt er an mit Lichtblitzen, mit Fraktalen, mit Vibrationen, mit Knallgeräuschen, mit allen möglichen Dingen, die kommen können da. Bei dieser Epsilon-Zone kann man wirklich nicht genau sagen, also wenn man jetzt Astralreisen machen möchte, dann ist halt 6,3 Hertz, 4 Hertz in dieser Zone, da kann man halt ganz genau beschreiben, was passiert bei körpereigenem DMT in dieser tiefen Ebene. Ich hab da locker schon über hunderte verschiedene Epsilon-Trips indiziert bei mir mit dieser Frequenz oder mit dieser Technologie. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es war jedes Mal göttlich, es war jedes Mal. Darum habe ich auch hingeschrieben, das Tor zu Lichtwelten, das Tor, the Trip to God, weil immer irgendwas mega Schönes passiert ist, immer irgendwas Atemberaubendes. Und es ist immer irgendwas anderes, ja. Ich will da gar nicht so viel primen, lass dich überraschen. Das ist das eine. Und das andere ist, diese wenn du dich nicht bewegst, dann wird halt der Körper das ausschütten. Ja. Und dann ist es die Kunst für dich, dass du einfach bewusst bleibst, dass du dein Bewusstsein nicht verlierst. Weil sonst wachst du nach einer Stunde auf und denkst dir, boah, ich fühle mich voll gut und alles ist super und voll harmonisch und voll schön. Aber ich habe leider nichts erlebt. Das ist, weil du dein Bewusstsein verloren hast. Und natürlich in dieser Tiefschlafzone unter 4 Hertz ist es schwer, dass du dich erinnerst. Und darum ist es halt wichtig, dass du ein Traumtagebuch führst und dass du andere Frequenzen trainierst, wie zum Beispiel das Gate-Programm, was dich dein Gehirn darauf trainiert, von oben nach unten zu gehen, damit du eine Erinnerung hast, weil du warst ja hier unten dann auf und du erlebst hier unten was und wenn du dann aufwachst, dann bist du sofort in diesem Alpha-Beta-Zustand und wenn das zu schnell für dich geht, dann hast du keine Erinnerung mehr. Und wenn du aber die anderen Frequenzen trainierst, das Gate-Programm zum Beispiel, dann ist dein Gehirn in diese Ebenen trainiert. Und wenn du dann aufwachst, hast du die volle Erinnerung dabei. Und das ist die Kunst. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich das Gate-Programm gemacht habe, weil diese Frequenzen, die da kommen, dieses Programm unterstützt dich einfach, die volle Erinnerung zu haben. Oder halt das Gate-3. Ja. Dann trainierst du auch durch Unterbewusstsein, durch Hypnose, eine Erinnerung zu haben von dem, was da unten passiert. Ja. Gut. Lies dir auf jeden Fall den Nutzungs-PDF durch, da habe ich noch ein paar Ergänzungen und Erweiterungen immer stehen. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Frequenz und lass dich einfach überraschen, was passiert. Also, bis bald.